kannst gerne was sagen, Nicole. Mir fällt gerade nichts ein. Und der Schnitt kommt. Das kann nicht so verstehen. Und der Schnitt. Oh mein Gott! Die Schere beißt sich durch, durch das Haardickicht. Sie macht das wirklich, das ist unglaublich. Nicole hält einen riesen Buschel, also Maria, die Friseurin, hält einen riesen Büschel an Haaren fest. Und es werden immer mehr. Sie kommt immer weiter durch. Und gleich hat sie es geschafft, es sind nur noch wenige Millimeter. Oh nein. Wow. Für dich gibt es in Zukunft kein Bettherdi mehr, kann ich dir sagen. Die ersten Haarbüschel liegen auf dem Fußboden. Unglaublich, die Nicole tut's wirklich. 4 Jahre hat es gebraucht, ja? Und jetzt wächst das 1 Zentimeter im Monat. Wow. Es ist passiert. Du siehst gut aus. Das mache ich auch sagen. Ja, guck's dir an. Das ist total verständlich, also ich möchte jetzt echt nicht in deine Haut stecken. Nee, meine Augen sind leicht feucht, mir ist schlecht, ich zittere. Ich hoffe nur, mein Freund weiß zu schätzen, was ich hier mache. Der Blick in den Spiegel. Oh mein Gott! Das ist so krass. Das ist ganz anders. Das bin nicht mehr ich. Nur für dich? Ja, Mensch, Kerl, was sagst du denn? Na, sieht super aus, einwandfrei. Ganz anders. Respekt. Ich finde es sehr hübsch. Kurz. Also, wenn sie nicht mehr möchtest, ne? Ach so. Ja. Und, ja, nee, ich nehme sie mit. Ja, liebe Nicole.